Meine Fresse, war das ein behindertes Scheißziel, ey. Die hätten das locker nicht auf 400 machen müssen, ey. Das ist ja richtig dumm. Gerade weil ich auch so eine richtig beschissene Geschwindigkeit habe. Dass, wenn du da rumgefahren bist, viel zu schnell warst. Und ja, sonst warst du zu lang. Das ist dumm. Und die ganzen Geldscheine, die in diesem Level sind, sind auch an so ultra behinderten Positionen, ey. Da, zum Beispiel dieser Geldschein da hinten, das ist ja, was für eine Rail ist der denn? Da hinten muss ich irgendwie grinden, da hochspringen oder was? Das sind so eine richtig behinderten Positionen. Ja, Gott, ey, dieses Level macht mich wahnsinnig. Das ist auch ein bescheuertes Spiel, das ist einfach nur, genau, du musst einfach nur swingen, wenn er schießt. Und wenn du richtig triffst, dann kriegst du ja genau $25. Dumm, ey. Ich weiß gar nicht, braucht man für 100% eigentlich alle Geldscheine? Ich hoffe nicht, weil die bringen mich hier zu durchdrehen. Diese ganzen Geldscheine. Gott, ey. Vorhin bin ich auch einmal wieder durchgetreten und habe schön geschrien. Und dachte dann, ja, jetzt habe ich den ganzen Saft aus dem rausgeschrien. Eben, den ganzen Scheiß, hier. Den ganzen Rotz, den ich in der Hals habe. Das meine ich. Aber irgendwie habe ich jetzt das Problem, dass mein Hals wehtut. Ja, yeah, geil, toll. Jetzt wie beendet. Scheißdreck, Mann. Du wolltest eigentlich nicht beenden, ich wollte nicht Level spielen, Scheiß, piss. Done pitching? No. Done pitching bin ich erst, wenn ich kein Geld mehr kriege hier. Gib mir all dein Geld, du, ja, Typ, den ich geholfen habe und der jetzt nur noch als Geist hier ist. Los. Ist ja komisch, oder? Guard? Dass hier irgendwelche Bälle fliegen? Weißt du, die Bälle sind nicht. Die sind nicht mal rund, die sind irgendwie sechseckig. Aber naja, das Spiel ist alt. Fucking alt. Ich weiß gar nicht, ist das schon DirectX 9 benutzt oder ist das noch DirectX 8 oder 7 sogar? Puh, weiß ich gar nicht. Könnte aber noch sein, ne? Ja, könnte noch DirectX 7 sein. Scheiße. Wo ist Karma für Xbox raus? Xbox benutzt ja schon DirectX 9. Ah, könnte schon DirectX 9 sein. DirectX 9 wurde auch eine halbe Ewigkeit benutzt, ne? Komischerweise. Es fing gefühltermaßen mit Halo 1 an und ging bis... Selbst zu Anfang Vista-Zeiten gab es da noch alles mögliche in Windows 9. In DirectX 9. Deswegen gefühlt war eine halbe Ewigkeit alles nur DirectX 9. Kann man auch keinen mit einer neuen Grafikkarte locken, ne? Wenn, ja, mit neuen Features eben nicht gelockt werden konnte. Von wegen, ah, die Grafikkarte hat ja DirectX 10. Ja, so war das ja damals dann... Als es dann soweit war, ne, dass sie ihn dann wieder mit gelockt haben. Diese Grafikkarte kann DirectX 10 und nein, diese Grafikkarte kann DirectX 10 1 und diese Grafikkarte kann DirectX 11 und diese 12 und diese, ja, 13, soweit sind wir noch nicht. Wir sind, glaube ich, noch bei 12 stehen geblieben. Scheiße. Oh Mann, ich will doch nur all dein Geld haben. Ich bin der Meinung, irgendwann steht da, dass ich kein Geld mehr bekomme. Danke, so, dann gehen wir auch raus hier. So, hier sind noch ein paar Geldscheine, aber ich sage ja, die sind so behindert, die bringen mich zum Durchdrehen. Die werde ich irgendwann probieren, wenn ich, ja, entspannt bin, damit ich wieder durchdrehen kann. Wenn das so dumm ist, ey. Dumm. Turn off your computer, halt deine Fresse, als wenn ich das so einfach so tun würde, wenn ich speichere. Kona! Ach ja, das ist dieses Skatepark gewesen, ne? Kona USA, genau. Der sah auf, ja, auf Dings sah ein bisschen anders aus, ne? Auf dem ersten Teil. Oh ja, der ist auch nicht wirklich groß und deswegen, wenn du einmal hier drehst, Geldscheine, jede Menge Geldscheine. Aber das heißt nicht, nur weil ich sie sehe, dass diese Geldscheine mich nicht zum Durchdrehen bringen werden. Guess what? The skate letters are on the loose again. Guess what else? I want you to collect them all again. You've got 2 minutes. 2 minutes? That's crazy. Das sind immer 2 Minuten. Immer. Und eigentlich haben wir Skates auch immer eine Line, ne? Eigentlich, aber irgendwie, ich habe gesagt, oh, ist ah, gute Line. Hey, da ist einer auf dem BMX. Weiß gar nicht. Fuhr man oder kam. Oh, scheiße. Oder konnte man hier schon auf dem BMX fahren? Also wenigstens in den, ja, gab es. Mann. Wenigstens in den, Zielen hier, da haben wir das erste in Tony Hawk's Pro Skater Underground 1 eingeführt.
Ah, ich weiß es gar nicht. Kann sein. Wir sehen es ja. Aber wir sehen schon, ne? Ob der Typ nur sagt, dass wir irgendwas machen sollen oder ob wir auch auf dem BMX fahren. So, wo ist das Tee jetzt? Wo ist das Tee? Jede Menge grüne Sachen, aber ich wollte sagen, wir brauchen was Gelbes. Das gelbe Tee. Da ist das Tee, dann kann das eh auch nicht mehr weit sein, ne? Hallo? Ich hätte jetzt vermutet ganz stark, dass die hinten ist. Aber irgendwie nicht. Die Zeit wird knapp. Oh, ich finde auch so behindert, dass du wirklich den Geldschein exakt treffen musst, damit du ihn mitnimmst. Das war bei Tunnelsfußge der 2 viel besser gemacht. Hier. Hey, nice job. I don't know how those letters keep getting bei den Buchstaben, finde ich, geht das auch noch. Aber die Geldscheine, die musst du, wenn du die einsammeln willst, wirklich exakt treffen. Wenn du ein paar Millimeter daneben bist, dann... Nö, das war nicht. Klippo, fick dich. Nein. Oh nein, ich will nicht speichern. Also nicht auf den neuen Slot, sondern auf den alten Slot, so. Wow, der Computer hat schon, oder das Antivirenprogramm hat schon drüben auf PC 342 Infektionen gefunden. Nice. Was macht denn mit seinen scheiß Notebook? Ist er den ganzen Tag auf irgendwelchen Pornoseiten oder lädt sich irgendwelche bescheuerten Cracks runter oder irgendwie so? Oder hier Wirecard kostenlos.de oder so ein Scheiß? Oh Gott, ey, es gibt alles im Internet, ey. Denkst auch so. Der letztens erst irgendwie gesehen, so viel ich gelesen habe, irgendwie so ein Twitter-Hack, weil die eine API irgendwas geändert haben, wo dann auf einmal Apple oder so schreibt, so wegen überweist mir Geld auf mein PayPal-Konto, nee, PayPal-Konto, auf mein Bitcoin-Konto und ich verdoppel das irgendwie innerhalb von den nächsten 30 Minuten. Wenn du guckst, wie viel Geld er auf sein Bitcoin-Konto innerhalb dieser ungefähr halben Stunde bekommen hat, irgendwie 142.000 Dollar, also umgerechnet Bitcoins, hast du denkst, Gott, wie dumm kann man denn sein? Apple würde nie im Leben, 3000 Mal nie im Leben Geld geben. Also Geld verschenken. Oder Bill Gates. Warum sollt ihr das machen? Das ist dumm. Warum? Das macht keiner. Also wenn ich wirklich scheiß viel Geld hätte, dann würde ich natürlich Geld nicht an irgendwelche x-beliebigen Leute geben, sondern natürlich nur Freunde und Familie, ne? Damit unterstützen. Aber auch nicht an irgendwelchen x-beliebigen Leuten, die einfach... Ah, ihr wisst, was ich meine. Der gesunde Menschenverstand sagt dann das eigentlich, aber trotzdem funktioniert es, ne? Wie Alligator sagt, ne? Die Menschheit ist nicht böse, die Menschheit ist nur dumm. Tut mir leid, aber bei manchen Sachen, ey, da denkst du auch so, manchmal, dumm kann man doch nicht sein. Klar, ich bin jetzt auch nicht hier Mr. Superschlau, aber so einige Sachen, so 1 plus 1 gleich 2. Ach, geil. 5 little combo letters. You have to get them all during the same combo. No whiners. Ja, combo, geil. Ach ja, combo. Habt ihr gewusst, Kombos muss man im Combo sammeln? Scheiße, hab ich ganz vergessen. Ich glaube, wir machen einfach Spidefront zwar, ne? Ja, das sieht richtig aus, aber ich sollte auch das U eingesammelt haben. Oder? Ich glaube, das ist auf jeden Fall gewollt. Oder B, das ist das B, das ist das O, das ist das O, und wir haben alles. Danke, dass ihr es in diesem Spiel nicht ganz so behindert gemacht habt in den Kombo-Dingern. Aber ich habe mich ja schon ausgelassen. Damit habt ihr es ganz schön behindert gemacht mit den Geldscheinen, Positionen und die, Kollision, ne? Dass du wirklich exakt den Geldschein treffen musst. Ah, hier schweben die einfach mehr oder weniger in der Luft. Wenn ich jetzt überlege, wie die in Alcatraz waren. Ich habe gezeigt, wie teilweise behindert die waren. Behindert? Wie hin denn? Und hier sind einfach irgendeine Halfpipe. Die einfach so, oh, hast du einen Geldschein? Ja, hab ihn bekommen. Dumme. Dann können die Ziele ja auch hier nicht schwer sein, ne? Hey. Me and my buddies wanna see you do some of your jumpy jumps and some spinny wizards and some of those flippity doos. So... Oh, let me see some magic. Then go show off for my buddies. Hä? Wie sinnlos. Du musst einfach nur 100.000 Punkte machen. 100.000. 10.000 Punkte. Komm mal, ja, schon 10.000? Ja. Elftausend Kombos. Und wahrscheinlich nur da steht die Halfpipe nicht verlassen. Ich glaube, es reicht schon, ne? Ja, das reicht schon locker. 12.000 Punkte. Wir machen einfach mal hier Spezialtrick. Guck mal, kein Problem. So würde ich fallen. If I didn't
see that with my own crossed eyes, I never believe it. Will you marry me? Komischer Typ, ey. Du musst ja Spaß gehabt haben im Synchronstudio. Ja, vielleicht. Also, ich gehe mal von aus. Mir macht das ja auch Spaß, ne? Synchronisieren. Deswegen habe ich ja ein paar Let's Plays aufgenommen, wo ich synchronisiert habe. Ich möchte gerne auch mal wieder eins machen, um einfach zu synchronisieren, egal wie viele Aufrufe hat. Egal, ob das 3000 hat oder nur ein Aufruf oder, null Aufrufe. Ich würde sagen, was ist noch niedriger als 1? 0, richtig. Oder Minusaufrufe, geht das? Minus? Oh, wer weiß. Auf jeden Fall. Ich möchte gerne mal wieder ein Spiel aufnehmen, wo ich synchronisiere, weil es hat mir Spaß gemacht. The locals want to see you bust over the spine on the mini. Now hit the tricks they call out, but remember, they have to be done over the spine. Over the spine. Okay, I'm fine with the bit. Over the spine. No scrap. Over the spine. Oh man. Ich wollte sagen, war das over the spine? Nö, so halbwegs, ne? Wir können auch ein bisschen warten. Oh, das ist so dumm, ey. Eins von diesen Liedern, ne? Ich glaube, wenn ich die so hören würde, ich würde das Lied nie im Leben so gesagt hören und gut finden. Und eben dadurch, dass man das Mioma hier im Spiel gehört hat, ist es eben gut geworden, ne? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was soll ich machen? Cannonball and Airwalk, okay? Kickflip und Popschuld. Und Hellflip. Und Impossible. The Impossible. So, alles gemacht. Noch einer. Oh, noch ein Impossible. Und noch einer. Nee, ich wollte sagen, komm, 10 Sekunden vor Ende der Zeit. Stoppel lieber noch rein. Ich meckere ja immer über seine Balance, ne? Also, ballern, reinballern. Die Scheiße. Ich habe gesagt, meine Stimme geht eigentlich den Geist auf, ne? Aber scheiß drauf, er wird weiter aufgenommen. Denn ich will eigentlich heute eine längere Session aufnehmen. Das Problem ist, wenn ich auf die Uhr gucke, dann denke ich so, ja, also eine Stunde könnte ich noch aufnehmen maximal, aber dann ist auch Schluss leider. Hey, there's an all-around contest being set up. The first part's in the street course. Are you in? Hey, if you place in the top 3, I'll get you a spot in the vert comp. Ich habe gerade nur halbwegs zugehört, weil mein Körper schon wieder durchdreht hier. Ach so, Street Competition. Voll Street, Halfpipe, lo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 l. Klar, ich weiß schon, was die damit meinen, aber ja, okay, ist ja auch mehr oder weniger Street, ne? Aber scheiße. Ist ja auch mehr oder weniger. Ich wollte nicht. Ich wollte neu starten! Hier ist auch halbwegs, ne? Dings hier. Wir haben hier Straße. Sind zwar Half-Pipes, aber sonst ist ja nichts Tolles. Also keine richtigen Rampen, so wie da hinten, ne? Das heißt, wir können die ganze Zeit nur das machen, was ich eben gerade jetzt mache. Ist das schon draußen? Nee, das gilt noch dazu. Okay, danke. Linde Tricks auch erlaubt. Weiß gar nicht, gibt es hier eigentlich so welche Ziele, die dann irgendwie von wegen irgendwas verbieten? Ich weiß gar nicht. Also Competitions, die eben verbieten, darfst nicht grinden oder darfst kein Manual machen. Klassische Tony Hawk Art, ne? Kein Manual, die gab es nämlich damals noch nicht. Ich könnte ja richtig pumpen mit meinem Spezialtrick, den Grind Special. Wir können auch natürlich einen anderen Special Trick machen, aber das Problem ist, ich weiß gerade keinen anderen auswendig. Spezial. Fuck. Lip Tricks gibt es natürlich auch. Okay, ich guck mal. Reicht das? 171.000? Ja. Das komische Ding hier sagt, es reicht. Super. 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 Oh, ich weiß nicht, wie lange ich mich hier entfernt habe. Also, bleiben wir hier auf dem legalen Gelände hier, ne? Ja, ja. Eben hatte ich ja Glück gehabt, dass obwohl ich den Lip-Trick mehr oder weniger verkackt habe von der Balance, dass er mich nicht absaufen lassen hat, weil ich ja zur richtigen Seite abgestürzt bin, so ungefähr. Ach, ich vergesse das. Ich dachte schon, das wäre ein Verkacker gewesen. Gap-Tricks bringen natürlich auch noch ein bisschen mehr, ne? Es war noch ein bisschen, aber egal. So, is that enough? Enough for you? Your jury? Wow. Immer Glück zur richtigen Seite.
gibt aber keine Punkte mehr. Oh, ich habe einen Spezialtrick gemacht. Ist ja nicht Wahnsinn. Toll. Und verkackt. 175.000 mit einem Hinfaller. Gibt das wenigstens 98? Tschüss. Ja, Logere. 99. 99 Punkte. Einmal abgestürzt. Oh, und einer hat mir 3 gegeben. Danke. Nice. Gold. Geil. Ich glaube, auf so T-Shirt so Never Soft steht, aber es ist so verpixelt. So matschig. Das kannst du kaum lesen. Nee, ist das lustig. Aber naja, nee. Ich bin ja auch alt. Also. Man kann ja auch nicht sagen, die Wurst mit Underground sah viel besser aus. Und das kam ein Jahr hier nach. Ja, teilweise war es auch sehr, sehr matschig, ne, die Textur. Muss man schon sagen, ne? Gerade weil wir jetzt auch so ein offenes Feld hier haben, ne? Und ziemlich weit gucken können.